der Computer. Beherrscht er uns oder beherrschen wir ihn? Willkommen im zweiten Teil unseres Schwerpunkts Login, die nächste Welt. Die Geschichte des Computers steht im Zentrum heute und die Frage, ob der Computer allmählich unser Bewusstsein verändert. Der Computer, das ist eine rasante Erfolgsgeschichte, die unsere Erwartungen immer wieder übertrifft, aber auch vielen Befürchtungen oft mehr als nur entspricht. Der renommierte Informatiker Jürg Gutknecht von der ETH in Zürich und der Mathematiker und Philosoph Jochen Kubeck sind beide bei uns zu Gast. Nathalie Wappler hat sie zum Gespräch geladen. Herr Kubeck, Herr Gutknecht, herzlich willkommen bei uns in den Sternstunden. Herr Gutknecht, bevor wir in die Geschichte des Computers einsteigen, eine Grundsatzfrage vorneweg. Wann ist eine Rechenmaschine ein Computer? Ja, ich denke, das ist dasselbe, eine Rechenmaschine und ein Computer ist dasselbe. Die Frage ist höchstens, welche Aufgaben kann der Computer sonst noch erfüllen? Und ich denke, heute würde man eine reine Rechenmaschine nicht mehr als Computer bezeichnen, sondern ein Computer müsste heute alle weiteren Aufgaben von der Textverarbeitung über Internet, Surfing bis zum Verarbeiten von digitalen Produktionen können, damit man ihn als Computer bezeichnet. Würde man einen historischen Anfangspunkt setzen wollen, also ohne dass man jetzt in die ersten Zahlenreihen zurückgeht, wann kann man oder ab wann kann man vom Zeitalter des Computers sprechen? Ich denke, das Zeitalter des Computers beginnt in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts, weil dort Computer zum ersten Mal wirklich produktiv und auch automatisch gebaut und eingesetzt werden. Die historischen Wurzeln reichen weiter zurück, also ins 17. Jahrhundert zu Schickards Rechenmaschinen oder de Pascalin und von Leibniz die ersten Maschinen. Aber das würde man heute eben als Rechenmaschinen und nicht als Computer bezeichnen. Und ich denke, in den 40er Jahren geht es los und in den 50er Jahren wird es kommerzialisiert und dann also geht es aus den Forschungszentren und den militärischen Einrichtungen nach draußen. Und dann, wenn man von einem Zeitalter sprechen will, würde ich das ungefähr um 1950 beginnen lassen. Und was beginnt da? Also was ist es das, was da beginnt? Vielleicht noch interessant als Ergänzung würde ich sagen, ich denke, dass das Zeitalter des Computers vielleicht mit Babbage begonnen hat. Das kann man, das ist halt so ein historischer... Ja, ja, interessanterweise war damals die Idee bereits auf dem Tisch, sogar die Idee der Programmiersprachen. Man konnte den Computer aber noch nicht herstellen. Man hat ihn viel später erst herstellen können, weil die Mechanik, damals war ja alles mechanisch und das hat man noch nicht im Griff gehabt in dieser Präzision. Aber später hat man ja den Computer dann hergestellt und man hat gesehen, dass Babbage absolut 100% korrekt den Computer designt hat, dass man hätte ihn dort damals schon herstellen können. Das ist, glaube ich, Mitte des 19. Jahrhunderts. 1837 fängt er damit an. Und das heißt also, dass man praktisch in den 40er Jahren mechanisch das, was Babbage entworfen hat, bauen konnte. Ja. Mechanisch und elektromechanisch. Also da waren die ersten eben Relais, die gezogen haben oder mit Elektromotoren angetriebene mechanische Verbindungen. Das fängt in den 40er Jahren an. Mhm. So Konrad Zuse und Howard Aiken und... Also Zuse quasi der Erfinder des Computers. Ist das richtig? Jein. Weil? Ein entschiedenes Jein. Na, ihr gebührt sicherlich der Hut, als erster also bahnbrechende Entwicklung gemacht zu haben. Aber das Klima in seinem Land, also in Deutschland und auch in seiner Zeit, war derart innovationsfeindlich, dass seine Entwicklungen nicht gefördert wurden und auch nicht bekannt wurden, sodass also ganz ähnliche Prinzipien woanders unabhängig von ihm erfunden wurden, die dann auch wirkmächtiger wurden. Insofern, er hat es erfunden, aber er ist halt nur einer der Väter, weil andere haben es auch erfunden, ohne von ihm zu wissen. Er hat von den anderen nichts erfahren und ihn haben sie brutal ausgebremst. Das Patentamt sagt, das ist keine Erfindungshöhe, das hätte jeder durchschnittliche Ingenieur leisten können, weil seit Babbage die Sachen waren bekannt. Und Gelder gab es auch nicht, weil die Notwendigkeit einer solchen Maschine nicht erkannt wurde. Insofern ist es einer der Erfinder sicherlich. Ja, ich denke, eine interessante Geschichte zu dem Thema ist, dass ja an der ETH selbst, wo ich herkomme, die Computer recht früh eingesetzt worden sind, schon Ende der 40er Jahre. Und der damalige Mathematikprofessor Stiefel hat irgendwie Wind bekommen von diesem Zuse-Computer. Er hat gehört, dass da irgendwo in Süddeutschland, ich weiß nicht mehr genau wo, ich bin nicht mehr sicher, wo in einer Scheune ein solcher Zuse-Computer versteckt sei. Und er ist dann persönlich mit seinem Wagen dorthin gefahren,
und hat SUSE besucht und hat sogar ein kleines Testprogramm mitgenommen, eine Differentialgleichung, die er gelöst haben wollte von diesem Computer, und hat SUSE gebeten, den Computer sozusagen mit dieser Differentialgleichung zu füttern, und hat dann herausgefunden, dass der Computer zwar jetzt diese Differentialgleichung nicht lösen konnte, aber grundsätzlich funktionierte, und hat ihn dann nicht gekauft, aber hat ihn mit irgendeinem interessanten Deal, würde man heute sagen, gemietet. Mhm. Hat ihn dann gemietet und hat ihn nach Zürich gebracht, an die ETH. Und die ETH war eine der allerersten Universitäten in Europa, welche mit einem solchen eben Rechner gearbeitet hat. Mhm. Interessant, aber weil ja eigentlich dann die Geschichte des Computers so recht eigentlich dann doch in Amerika irgendwie stattfindet. Also Stichwort ENIAC. Mhm. Ein Rechner, der multiplizieren, addieren, subtrahieren konnte. Also wir würden heute sagen, also das kann jedes Handy. Was war das Revolutionäre daran? Die Geschwindigkeit. Also der ENIAC wurde gebaut, um ballistische Tabellen zu berechnen. Das war kriegsentscheidend, dachte man. 1942 geht es los. Es gab ja schon Computer oder eben automatische Rechenmaschinen. Man wollte es besser und schneller machen. Die Entwicklung dauerte, weil es ein sehr komplizierter Apparat ist. Das sehen Sie auch auf den Bildern. Also sehr viele Röhren, das Ganze wird gesteckt und ein Heer von Leuten ist unterwegs und Megawatt werden da verbraucht. Mhm. Als es dann fertiggestellt wurde, 1946, war der Krieg zu Ende. Die ballistischen Tabellen waren nicht mehr so wichtig, aber andere, also die Armee, die es in Auftrag gegeben hat, interessierte sich nicht mehr dafür. Aber John von Neumann hatte sich halt in das Projekt eingeklinkt, als er an der Atombombe forschte und der halt sehr viele Berechnungen auszuführen hatte, zum Beispiel in welcher Höhe muss die Bombe abgeworfen werden, um möglichst großen Schaden anzurichten. Das waren solche Differentialgleichungen, die er zu lösen hatte. Und hat halt sofort erkannt, dass die ENIAC sehr viele der monotonen Rechenaufgaben viel schneller und auch akkurater erledigen kann. Und hat sich in diesem Projekt sehr stark engagiert, ja dann auch dieses Grundlagenpapier veröffentlicht, was eigentlich ein Ergebnis einer Projektgruppe ist, also der First Draft of a Report on the ADVAC, wo er beschreibt, wie ein Computer nach dem ENIAC aussehen müsste, wenn man alle Fehler oder Probleme des ENIACs zusammenzählt, dann müsste man einen Computer folgendermaßen bauen. Das war ein internes Papier, unterschrieben mit seinem Namen, und das ist halt die von Neumann Architektur, die also mit Abstrichen bis heute ja auch gebaut wird und die man gerne von Neumann zuschreibt, der aber im Grunde genommen das nicht so gemeint hat, ich klaue euch die Ideen und publiziere es nur meinem Namen, er hat es gar nicht als Veröffentlichung gesehen, sondern eben als Draft, als Entwurf in der Gruppe, aber es ging nach draußen und nach Europa kam es, also in England wurde sowas gebaut, die ADSEC, ganz viele ACs, also JONIAC und MANIAC und ADVAC. Die kommen dann alle immer, wenn es auf AC endet, also Automatic Calculator, dann ist es aus dieser von Neumann Architektur, UNIVAC, es sind dann also Prosper Eckert und Morley, die haben das. Also John Neumann Architektur, das klingt so nach Bauen. Also das ist ein Konzept, oder? Ja. Und das Konzept, wie Sie richtig sagen, ist bis heute, würde ich sagen, gültig. Und ich meine, die wesentliche Idee beim von Neumann Computer ist, dass das Programm genauso wie die Daten im selben Speicher untergebracht sind. Das heißt, man konnte plötzlich Programme als Daten betrachten und konnte damit auch neue Programme laden. Während der Laufzeit konnte man plötzlich neue Programme laden, genauso wie man neue Daten laden kann, konnte neue Programme ausführen, man konnte sogar Programme modifizieren, Programme konnten sich selber modifizieren, weil sie ja ganz gewöhnlich im Speicher untergebracht waren, wie alle anderen Daten auch. Und dieses Prinzip eben der Betrachtung von Programmen, also von Steuerbefehlen, Programm ist eine Folge von Steuerbefehlen, als Daten, ist natürlich schon genial, oder? Und das macht im Wesentlichen den Computer zum allgemein Werkzeug oder zum General-Purpose-Tool, wie man so schön sagt. Also ein General-Purpose-Computer wurde daraus. Und das ist im Grunde genommen die Wurzel dafür, dass eben heute der Computer eben nicht nur zum Rechnen, sondern viel, viel, viel allgemeiner. Problemlösungsmaschine geworden ist. Allgemeine Problemlösungsmaschine geworden ist. Das im Prinzip eben diesem von Neumann-Prinzip zu verdanken. Und das ist, setzt sich immer noch fort. Naja, von Neumann sagte schon damals, es muss irgendwie nacheinander abgearbeitet werden. Es gibt nur eine Einheit in diesem Computer, die einen Programmbefehl ausführt. Und jetzt gibt es ja seit einigen Jahren, also er sagt, parallel könnte man sich vorstellen, aber es ist zu kompliziert, erhöht die Komplexität und ist zu vermeiden. Erstmal schaffen, können wir erstmal nicht handeln. Und seit einigen Jahren ist ja, also jeder
PC auf dem Schreibtisch hat ja so Mehrkernprozessoren, da laufen dann parallele Prozesse, aber das ist so eine, also der macht halt irgendwie das Texttagungsprogramm und der macht das E-Mail-Programm, das läuft parallel, aber die kommen sich ja nicht ins Gehege und so richtig paralleles Computing gibt es, ist aber wirklich sehr schwer zu beherrschen, sodass man sagen kann mit Abstrichen, dass wir immer noch in dieser von Neumann-Architektur unsere Computer bauen. Ja, ich denk schon, dass diese Idee der Mehrprozessoren, der Multi-Kernels, wie man auch sagt, für die Zukunft eine gewaltige Herausforderung darstellen wird. Ich denke, das sprengt jetzt das von Neumann-Prinzip nicht wirklich, weil diese vielen Kerne sind immer noch weitgehend verbunden mit einem einzigen Speicher, aber es gibt heute schon Systeme, wo das nicht mehr so ist, wo die Kerne ihren eigenen Speicher haben und quasi nur noch über Verbindungen miteinander kommunizieren können. Und dann haben wir sozusagen ein, wie man auch sagt, verteiltes System im Kleinen oder ein Mikrokosmos, in dem viele verschiedene ganz kleine Computer mit Rechnerlogik und Speicherlogik miteinander kommunizieren müssen. Und das gibt dann schon neue Herausforderungen, gerade auch eben im Programmiersinne und Programmiermodelle und Programmiersprachen. Also ich würde gerne noch einen Schritt zurück machen, weil also wir haben jetzt gerade gesehen, der ENIAC, diese riesige Maschine, dieser Saal voller Röhren, die eben diese einfachen Rechenprozesse noch ausgeführt haben. Zum 50-jährigen Jubiläum von ENIAC hat man einen Chip entworfen, den sogenannten ENIAC-Chip. Wir haben ihn hier, ist er ziemlich groß, also in real ist er vielleicht daumengroß und da ist alles das drauf, was vorher dieser ganze Saal gemacht hat. Was ist da passiert? Also diese unglaubliche Verdichtung in nur 50 Jahren. Ja, das ist Moore's Law in action, oder? Praktisch. Das ist das berühmte Gesetz von Moore, oder? Das besagt, dass die Leistungsfähigkeit, also ich vereinfache etwas, oder? Es ist nicht genau so gesagt worden. Die Leistungsfähigkeit von Computern, die verdoppelt sich alle 18 Monate. Mhm. Und damit einhergeht im Wesentlichen eine Miniaturisierung auch. Also die Dimensionen werden auch entsprechend immer kleiner und im Endeffekt hat man nun eben dank dieser Miniaturisierung eben diese Möglichkeit erreicht, oder? Indem man mit elektronischen Komponenten und ganz modernen miniaturisierten Werkzeugen, um diese Komponenten aufzudampfen, operiert. Mhm. Das ist natürlich nur eine technische, also das ist halt ein Geburtstagsgeschenk von der Moore School, glaube ich auch. Also dort, wo der ENIAC ursprünglich auch gebaut wurde. Man wollte zeigen, es geht und das ist auch so ein, aber man braucht dieses System nicht. Das ist ein Taschenrechner, der auch noch architektonisch gar nicht besonders elegant gelöst ist. Also jeder dieser Einheiten hier, das war halt so ein Schrank. Und also die waren ja so angeordnet, dass man die möglichst mit kurzen Kabeln verbinden kann, aber so müsste man die nicht auf dem Chip anordnen, weil das ja ein ganz anderes Handling ist. Also es ist halt sozusagen, man kann es machen, und man will es auch zeigen und irgendwie ENIAC lebt auch noch in unserem Geiste, weil wir noch die Pläne kennen und sie auch umsetzen können. Aber das ist kein Zweig, der sich irgendwie weiterentwickelt in der Computerei. Das ist mir so. Aber dieses Moore'sche Gesetz, also man würde doch jetzt irgendwie sagen, also auf diesem Chip hat es dann doch irgendwann ja nur begrenzt Platz und irgendwann kann ich so kleine Drähte gar nicht mehr löten. Wann kommt das Moore'sche Gesetz, was ich gelernt habe, eigentlich auch nur eine Faustregel ist, zum Ende? Ja, also es ist schon so, dass bereits heute eigentlich diese Grenze erreicht ist oder dessen, was man mit Miniaturisierung erreichen kann. Und ich denke, eine Ausprägung davon ist eben gerade diese Multiprozessorentwicklung, Multicore-Maschinenentwicklung, weil man nicht mehr weiter beschleunigen kann, man kann die Computerchips nicht mehr weiter beschleunigen. Also das ist da stehen geblieben vor ein paar Jahren bei, ich weiß nicht, 3,6 Gigahertz Rechnen. Das ist seit vielen Jahren, jetzt ein paar Jahren ist das immer so geblieben. Man muss im Wesentlichen einen anderen Weg suchen, um das Moore'sche Gesetz jetzt weiter zu führen. Und dieser andere Weg ist jetzt nicht immer schnellere Prozessoren. Da steht man an, eben aufgrund auch, weil man langsam zu Quantendimensionen kommt, wo Quanteneffekte eine Rolle spielen, wo die Lichtgeschwindigkeit eine Rolle spielt und so weiter. Man versucht jetzt eben
statt der weiteren Beschleunigung einzelner Prozessoren einfach deren Anzahl zu erhöhen. Also statt dass man einen Prozessor doppelt so schnell macht, macht man zwei Prozessoren mit der gleichen Geschwindigkeit und hofft dann eben, dass man Programme so schreiben kann, dass sie mit unter Ausnutzung dieser zwei Prozessoren gleich schnell sind wie ein Programm mit der doppelten Geschwindigkeit und einem Prozessor. Also die Idee, dass man wegkommt eben von der Miniaturisierung hin zu oder von der Steigerung der Geschwindigkeit hin zu eben Parallelisierung ist eine ganz entscheidende Idee. Also wird dadurch unser Lebenstempo dann nicht noch schneller? Also ist es also nicht? Ja. Bestimmt. Was heißt noch? Nein, vielleicht mal ausholen. Also ich glaube, Moore hat zunächst erstmal gesagt, die Anzahl der Transistoren auf diesem Chip, die verdoppelt sich. Mhm. Und es ist genau das. Also wir kriegen diese Dinger nicht mehr schneller und die Architektur ist auch ziemlich ausgereift. Also ich glaube, diese Verkleinerung, das haben sie gesagt, hält noch 10, 20 Jahre an. Und deswegen auf einen Chip jetzt nicht einen Prozessor, sondern 2, 6, 8 und so weiter. Und das führt nicht unbedingt gleich zu einer der gleichen Beschleunigung, weil die ja halt, also sehr viele der Transistoren sind dann Speicher, die gar nicht, also so direkter Speicher, Cache, die gar nicht sofort zur Ausführung des Programms benutzt werden. Es führt sicherlich dazu, dass die Prozessoren oder dass die Computer als solche leistungsfähiger und schneller werden. Unser Leben, das ist so eine, naja, wird es dadurch schneller? Nein, aber vielleicht muss ich nicht mehr so lange warten, bis mein Rechner startet. Also aber Sie schreiben mir den Brief auch nicht schneller, nur weil der Computer vielleicht, wenn Sie eine andere Schriftart wechseln, nicht 10 Sekunden braucht, um das jetzt einzuladen. Aber wir fühlen oder uns doch jetzt manchmal schon überfordert von dem Multitasking. Ja, also aber das, also Multitasking ist viel älter, als Sie sich überfordert fühlen. Also das ist die Frage, welche Programme werden geschrieben, welche gesellschaftlichen Anforderungen gibt es an die Benutzung der Computer. Also Computer sind schon seit sehr vielen Jahrzehnten schneller als Menschen. Mhm. Und dieses Überforderungsgefühl ist, glaube ich, jetzt nicht der Miniaturisierung zuzuschreiben, sondern der gesellschaftlichen Einbettung der Computertechnik, was wir damit machen. Aber jetzt, das einfach, wenn wir jetzt 8 Prozessoren oder 16 Prozessoren statt 8 haben, müssen wir alles doppelt so schnell machen. Das ist, glaube ich, keine richtige Rechnung. Also die Frage nach der Überforderung, die stellt sich weniger den Benutzern des Computers. Für die sollte das ja gar keine Rolle spielen, wie viele Prozessoren da im Hintergrund wirken, oder? Sondern die Programmierer, oder? Die Programmierer, die sind vielleicht überfordert. Und es ist klar, dass es eben nicht einfach ist, mit 2 Prozessoren quasi die gleiche Leistung zu erreichen, mit 2 halb so schnellen Prozessoren die gleiche Leistung zu erreichen wie mit einem ganzen Prozessor. Da gibt es Probleme der Aufteilung der Arbeit, gleichmäßige Aufteilung der Arbeit, es gibt Probleme der Synchronisierung dieser beiden Prozessoren. Also für die Entwickler, für die Softwareentwickler ist es schon so, dass die Welt wesentlich komplizierter geworden ist und noch wird. Das ist schon so. Aber ich glaube, darauf zielt auch die Frage, eben weil Sie das im Grunde genommen ja gar nicht belastet, wie viele Prozessorkerne Sie haben. Aber es gibt ständig neue Geräte und neue Anwendungen, mit denen Sie sich auseinandersetzen müssen. Es gibt neue Updates, weil man das jetzt halt noch nutzen kann. Und das führt zu diesem Gefühl der Beschleunigung, weil man immer das Gefühl hat, also das, was ich habe, ist sowieso schon veraltet. Es gibt schon das Neue. Und mit diesen Neuen gibt es dann auch neue Dienste. Da muss ich erst mal lernen, wie diese Fahrkartenautomaten. Überall gibt es neue Geräte. Und da entsteht auch bei den Benutzern ein Gefühl der Überforderung. Und das ist natürlich eine Konsequenz dessen, dass Computer kleiner, schneller, billiger werden. Aber also das würde ich jetzt nicht so weit gehen, das liegt an Moores Gesetz oder an der Durchsetzung von Moores Gesetz, sondern wirklich an der Frage, welche Anwendungen werden von wem irgendwie vorgestellt und auch angepriesen und wer will was mitmachen. Also ich denke eben gerade, dass die Überforderung eher davon kommt, dass die Maschinen so langsam sind, oder? Ja. Bis dann endlich diese Tickets rausgekommen sind, geht das ja. Das geht ja, ich meine, in der Zeit, oder, in der ein Ticketautomat heute so ein Ticket ausgeben kann, hätte man den ganzen Mondflug berechnen können, 1980. Eine starke These. Das ist nicht übertrieben. Oder? Und die Überforderung kommt daher, dass die Sachen eben nicht richtig funktionieren, dass sie zu langsam sind, dass sie zu wenig zuverlässig sind, dass sie kein Feedback liefern und so weiter. Ich denke, das ist viel mehr Anteil an der Überforderung als jetzt die schnelleren Chips. Also heißt das, die Überforderung kommt eigentlich deshalb, weil ich mich dauernd irgendwelchen blöden Maschinen mit denen ich mich ausgeliefert fühle? Ja, das ist ein bisschen billig, jetzt so argumentiert zu sein, oder? Also ich denke, die Maschinen sind ja nicht blöd, oder? Die Maschinen sind Maschinen. Wer blöd ist,
Und da muss ich mich einschließen. Das sind diejenigen, die programmieren, die diese Maschinen füttern, die diese Systeme designen und implementieren und konzipieren. Oder? Die sind blöd. Oder? Und ich sage, ich schließe mich da explizit mit ein. Und was will man dagegen tun? Also ich meine, also dann wären ja meine Beschwerden bei Ihnen gerade an der richtigen Stelle. Ja, also eben Beschwerden ist natürlich auch wieder ein etwas simplizistisches Modell, oder? Also man kann von uns aus, oder? Ich spreche jetzt hier als Dozent, oder? Der ETH, ist es natürlich schon so, dass wir versuchen, die Studierenden so auszubilden, dass sie möglichst gescheite Software schreiben und entwickeln und dass sie die Ressourcen, die zur Verfügung stehen, diese unheimlichen Ressourcen, die wir ja gerade angesprochen haben, dass sie die auch ganz bewusst optimal nutzen, dass sie nicht verschwenderisch sind mit diesen Ressourcen und eben dann Programme schreiben, die viel zu träge sind, was einfach nicht optimal ausgenutzt ist, was vorhanden ist. Also ich denke, die Ausbildung ist ganz entscheidend hier und ich denke, da sind wir uns bewusst unserer Verantwortung und unserer Aufgabe. Selbstverständlich ist es auch ganz wichtig, und da möchte ich jetzt auch von Computer Science sprechen, also Computerwissenschaften sprechen, dass wir entsprechende Werkzeuge entwickeln, also Programmiersprachen, Design-Tools und so weiter, die es den Softwareentwicklern, den Designern einfacher macht, eben gute Software zu schreiben, effiziente Software zu schreiben, nicht verknorzte Software zu schreiben. Und da kommt mir ein Spruch in den Sinn eines bekannten Visionärs, Buckminster Fuller, der einmal gesagt hat, we are making the tools and the tools are making us. Oder? Und ich denke, mit den Tools, mit den Programmiersprachen, mit den Compilern, wie man so schön sagt, gibt es eine ganz wesentliche Chance und Möglichkeit, dass man den Softwareentwicklern auf dieser Welt, und das sind eben nicht immer nur Computerwissenschaftler, das sind zum Teil Leute in Anwendungsgebieten, die weit weg sind von Computern, dass man eben diesen Werkzeuge zur Verfügung stellt, die es verhindern, dass schlechte Software, falsche Software, fehlerhafte Software geschrieben werden und die es mindestens möglich machen oder sogar nahelegen, dass man hochqualitative Software entwickelt. Man muss aber fairerweise dazu sagen, dass dieses Versprechen die Computerprogrammierung seit 50 Jahren begleitet und man eigentlich im Zusammenhang von Software auch von Softwarekrise spricht. Und das Einzige, also Softwareentwicklung ist bis heute so ein Rumgewurschtel. Und die einzige richtige Form der Fehlerbehebung ist meistens das Neustarten. Also wenn man es nicht weiß, dann schaltet man mal aus und schaltet wieder an. Und dann hofft man, dass es geht. Ja, allesamt. Also wie oft man irgendwie, ja, der Server muss mal kurz runter und wieder hochgefahren werden für ein Update. Also überall wird immer mal kurz ein Reboot, manchmal zwischen nachts, zwischen 2 und 3, und dann fällt es nicht so auf. Aber das ist so die einzig bekannte Form der zuverlässigen Fehlerbehebung, ist Neustarten und hoffen, dass es dann klappt. Aber wie sehr wäre es vielleicht gerade in dem Zusammenhang notwendig, dass sich Softwareentwickler auch ihrer eigenen Geschichte, wo sie herkommen, vielleicht bewusst wären, um gegebenenfalls auch in ihren Programmen effizienter oder vielleicht noch Fragen berücksichtigen, die man... Ich denke, dass es sehr wichtig ist. Also IBM hat dieses System 360 entwickelt. Das war ein großes Projekt. Und der Chefprogrammierer des Betriebssystems hat hinterher geschrieben ein schönes Buch über den mythischen Mannmonat und schrieb, er wäre in der glücklichen Position, dass er $1 Milliarde in den Sand gesetzt hat und aus den Fehlern lernt und das jetzt der Welt mitteilen möchte. Das ist bis heute ein Schlager in der Softwareentwicklung, weil er sagt, alle Fehler, die man so im Softwareentwickeln macht, haben wir gemacht und jetzt schreiben wir das mal auf. Und eben so Ideen, dass man Leute noch hinzufügt, wenn das Projekt schwierig wird, das wird es nicht schneller machen, dieser Mannmonat. Wir erhöhen das Personal, sondern langsamer, weil diese Leute miteinander reden müssen. Und da wurde dann irgendwie klar, Softwareentwicklung ist keine so eine Disziplin, die man so als Maschine runter macht, sondern es ist ein sozialer Prozess. Es ist eine Aushandlung zwischen Programmierern und den anderen, die Anforderungen stellen, und den Kunden. Und da sind kommunikative Prozesse gefragt. Und das ist tatsächlich in der Softwareentwicklung auch. Also es wird zunehmend, einfach findet es Einzug in Entwicklungsmethoden.
Aber es bleibt halt, naja, dieses Menscheln der Programmierer miteinander. Gar nicht, dass der Programmierer mit der Maschine kann man nicht so einfach in die Ingenieurdisziplin überführen, wie eben bestimmte Algorithmen sicher zu machen. Und das führt eben dann zu diesem Rumgewurschtle, dass die einen was versuchen. Und wenn in der besten aller Welten, da hat er bestimmt recht, da würde man solche Systeme auch entwickeln können. Aber irgendwie klappt das nicht. Und immer ist der Zeitdruck dann so hoch und dann wird was rausgegeben, was noch nicht funktioniert. Und die Anwender beschweren sich aber auch nicht, sondern sagen, ja, habe ich wohl irgendwas falsch gemacht? Ich kenne aber einen, der kann mir helfen. Anstatt zu dem Produzenten zu gehen und sagen, hör zu, das ist irgendwie Plunder, das nimmst du zurück und erstattest mir den Preis und ich warte, bis es funktioniert. Nein, dann sagt man, nein, du musst nur, gib mir $10, kriegst ein Update. Das ist auch gut, dass man für funktionierende Produkte noch zusätzlich was nachschiebt und dankbar ist, dass endlich dieser Fehler behoben wurde, anstatt also das denen um die Ohren zu hauen. Und das haben die auch ganz geschickt hingekriegt, dass die Anwender den Fehler eher bei sich suchen als bei den Herstellern, weil Software ja generell irgendwie nie so richtig funktioniert. Das weiß man ja. Und insofern. Ja. Also ich denke, Sie haben etwas Wichtiges angesprochen, oder? Und das sagen auch Koryphäen der Computer, Pioniere der Computerwissenschaft wie Tony Hoare, dass die Softwareentwicklung immer noch, vielleicht heute etwas weniger als vor 10 Jahren, das kann sein, aber immer noch im Wesentlichen in einer Phase steckt, die nicht wirklich professionell ist. Also es sind entweder Bastel-Attitüden, die man anwendet, oder es sind hohe Priester-Allüren, die Programmierer haben und so weiter. Also es sind nicht professionelle Design-Werkzeuge, Design-Methoden bis heute entwickelt worden, die eben im Wesentlichen, die den Designprozess der Software und den Implementationsprozess oder nicht angewandt. Also es gibt oder so den Stand der Technik und ja. den Stand der Praxis ja. oder den Stand der Forschung und in der Also es gibt natürlich tolle Modelle, wie man es machen müsste, aber im Alltag der Softwareentwicklung, also spielen ganz andere Faktoren eine Rolle und dann werden auch, also hat jemand das Sagen, der von Software überhaupt nichts versteht. So, und der sagt dann, wir müssen das hier schneller machen, verzichtet auf die Dokumentation, verzichtet auf die Tests, wir müssen die ersten Lieferungen irgendwie vorziehen. Und dann kann natürlich, also dass der Softwareentwicklung irgendwie vorgeworfen werden, dass sie es nicht hinkriegt, aber es liegt natürlich auch daran, dass man hofft, in der gleichen Zeit, Computer werden immer schneller, also müssen die Projekte auch immer schneller werden. Und das ist, glaube ich, ein Fehler. Ja, was ja nicht stimmt übrigens, oder? Da gibt es ja dieses Sagen, dass, ich weiß nicht mehr, woher das stammt, das sagte, Hardware is getting das faster. Das. Das ist nicht, also Hardware is getting nicht. Faster than Software is getting faster. Ja, wie heißt das? Hardware that is getting slower faster than software is getting slower. Oder das ist eine Möglichkeit. Und das ist natürlich schon eine Konsequenz dessen, was Sie gesagt haben. Das ist richtig. Also zum Teil wird auch der Druck auf die Software entwickelt, dass es jetzt eben heute raus muss und nicht morgen, dass man sich nicht die Zeit nehmen kann, ein sauberes Design zu machen und dann das saubere Design, gerade für das saubere Design ein paar Tage oder ein paar Wochen mehr zu verwenden, dass man sich diese Zeit nicht gibt oder nicht nimmt, führt dann zum Teil schon zu einer, wie ein anderer Computerpionier so schön sagt, Edgar Dijkstra, zu Unmastered Complexity, oder? Also zu einer Komplexität, die man selber erzeugt hat zwar, oder? Alles, was man ja macht, Software entwickelt, das ist ja immer selber gemacht, das ist ja nicht irgendwie eine biologische Komplexität oder eine physikalische Komplexität, die da ist, sondern die hat man ja selber gemacht, aber die meistert man am Schluss dann eben nicht mehr, oder? Die ist irgendwie jenseits der eigenen Fähigkeit, der eigenen Vorstellungskraft. Und dann beginnt es eben auch gefährlich zu werden. Vor allem, wenn man dann auch an sicherheitskritische Systeme denkt. Oder wie zum Beispiel Monitoring Krankenhäuser. Ja, klassischer Fall, weil es da zu Todesfällen gekommen ist. Weil oder auch, ich meine, irgendwelche Kriegsmaschinensteuerungen und solche Sachen. Da gab es ja in den 80er und 90er Jahren gab es da einen großen Disput in den USA. Ich muss übrigens noch schnell sagen, wenn ich das noch schnell nachtragen darf. Also ich denke schon, dass ein Grund, oder, wieso diese ganze Computertechnologie in den USA so stark entwickelt und so schnell entwickelt worden ist und mit so massiven Mitteln entwickelt worden ist, ist eben schon diese ganze Cold War-Thematik und die ganze Idee, dass man eben Computer braucht, um sich zu verteidigen und um das Land zu sichern und so weiter. Also das sind schon
würde ich meinen, Entwicklungen, die in den USA stattgefunden haben, die man nicht aber direkt... Aber gleichzeitig hat sich die Regierung nicht so stark eingemischt. Ja. Die haben gesagt, hier gibt es Geld für Grundlagenforschung, macht mal. Und nicht, macht bitte bis in 2 Monaten eine neue, irgendwie, also die Lösung für unsere Probleme. Und irgendwie Mittel zur Verfügung zu stellen, aber den Wissenschaftlern zu vertrauen, dass sie schon so eine Idee entwickeln, das ist eher amerikanisch. Also wenigstens in dieser Zeit. Aber trotzdem, also hat es ja auch in der Schweiz den Versuch gegeben, einen Personal Computer zu entwickeln. Also den Lilith, da waren Sie dran beteiligt, zusammen mit Niklaus Wirth, waren vorher noch in Xerox Park, das große Forschungszentrum, wo wirklich die Grundlagen des modernen PCs entwickelt wurden. Können Sie das noch mal kurz beschreiben und warum es nicht zum Erfolg gekommen ist? Ja, also ich würde sagen, es war schon erfolgreich, oder? Also was die Ausbildung betrifft, ich meine, wir haben jahrelang, jahrzehntelang mit unseren Systemen unsere Studenten ausgebildet. Und ich denke, ich weiß, dass viele unserer Studenten, sehr viele unserer ehemaligen Studenten heute in den USA sehr Einfluss haben auf auch heutige Systeme, die dort entwickelt wurden. Also ich denke, in der Zielsetzung der Ausbildung mit Eigenkonstruktionen waren wir schon erfolgreich. Wir waren nicht wirklich kommerziell erfolgreich. Das ist vielleicht auch nicht die Aufgabe der Universität oder auch nicht der ETH. Ich denke, Sie haben ein paar Gründe erwähnt, wieso es nicht ganz so funktioniert in der Schweiz wie vielleicht im Silicon Valley. Es hat ein Kollege von mir, der Viri Zwenipöl in der EPFL, hat das einmal sehr schön ausgedrückt, warum das eben nicht gleich läuft hier wie in den USA. Oder? Er hat das schön gesagt auf Französisch, in den USA, l'ingénieur c'est le roi. Oder? Das ist ja hier nicht der Fall. Hier ist der Le Servant und nicht der Le Roi. Oder? Und ich denke, das Image, oder hier kommt ins Spiel, das Image der Softwareentwicklung, der Informatik ist halt etwas Wichtiges. Und in den USA, würde ich meinen, ist dieses Image irgendwie einer kommerziellen Entwicklung einfach förderlicher. Aber jetzt zurück zur Frage, oder? Also diesen Lilith-Computer haben wir seinerzeit entwickelt. Chronologisch war es so, dass Niklaus Wirth ein Sabbatical verbracht hat bei Xerox Park Ende der 70er Jahre. Und er war dort nach seiner Entwicklung der Pascal-Sprache und verschiedenen Algol-Dialekte war er dann völlig überwältigt eben von dieser neuen Idee des Personal Computers. Und ich würde schon sagen, also die Entwicklung des Personal Computers, das war eine nicht vorhersehbare Entwicklung, also nicht einfach linear weiter, immer schneller, immer grösser, immer mächtiger, sondern etwas Neues, oder? Eine neue Idee des Personal Computers. Jeder hat einen Computer zu Hause, oder? Heute hat jeder, ich weiß nicht, 50 Computer, oder 20, oder? Also wenn man alle Computer, sogar Armbanduhrencomputer mit einrechnet, dann sind es heute sicher wesentlich mehr als 5 Computer, sagen wir mal so. Aber damals war die Idee, dass eine Person einen Computer selber zu Hause hatte und damit etwas machen konnte, war völlig radikal. Und Wirth hat dann bei Xerox Park diese Entwicklung eben des Altercomputers gesehen. Ich glaube, wir haben hier auch ein Bild des Altercomputers, richtig? Der zuerst und war begeistert, oder? Dieser Altercomputer, der wies gewisse Ingredienzen auf, die auch heute noch nach 30 Jahren immer noch State of the Art sind, oder? Das ist der Bitmap-Bildschirm, wo es plötzlich nicht mehr darum ging, irgendwie 20 Zeichen pro Zeile schreiben zu können, sondern man hat die völlige Freiheit, einzelne Bildpunkte zu beleuchten und damit eben ganze Bilder darzustellen. Also das würde ich meinen, es war auch der Anfang der digitalen Medien, oder? Auf der anderen Seite die Computermaus, die Idee, dass man Computer nicht einfach mit der Tastatur bedient, sondern mit einem Gerät, das wesentlich natürlicher eine Bedienung ermöglicht. Das war eine Entwicklung, die bei Xerox Park stattgefunden hat Ende der 70er Jahre. Und als dann Wirth hier in die Schweiz zurückgekommen ist, hat er eben diesen Lilith-Computer gebaut. Aber es war nicht einfach nur eine Kopie, sondern wir haben damit wirklich auch wissenschaftliche Ziele verfolgt. Und ich denke, dass das wichtigste wissenschaftliche Ziel war im Wesentlichen die Idee, dass man den sogenannten Semantic Gap, also die semantische Lücke zwischen dem
Problemraum, also dem Raum, in dem man programmiert, wenn man an das Problem denkt, das man gerne lösen möchte, und dem Maschinenraum, das heißt der Raum, in dem man denkt, wenn man jetzt sich überlegt, wie muss ich die Maschine anweisen, das zu auszuführen, was ich gerne tun möchte, indem man eben diesen Gap, diese Lücke, die sehr groß war bei zum Beispiel bei ManiAC Computer und bei AirNet Computers und so weiter, schließen wollte. Und die Grundidee da war die Idee der Mikroprogrammierung, und man hat eine Art abstrakten Code, eine abstrakte Maschine, heute sagt man eine virtuelle Maschine, entwickelt, die mit einem virtuellen Code, dem sogenannten M-Code, versehen war und es dann insbesondere viel einfacher machte, ein Programm aus einer problemorientierten Programmiersprache in eine Maschinensprache zu übersetzen. Also das ist ja die Aufgabe des sogenannten Compilers. Also war diese Idee, diese Grundidee, dass man diese Lücke versucht zu schließen, war nach meiner Meinung die Hauptidee, neben all diesen Neuerungen, eben wie Bitmap-Display und Maus und so weiter. Und ich denke, diese Idee, die findet sich bis heute in der Java Virtual Machine wieder, oder? Die Java Virtual Machine ist im Grunde genommen dasselbe, einfach in Software. Und damals war es im Mikrocode. Also es hatte durchaus wissenschaftliche Hintergründe und Hintergedanken bei der Konstruktion der Lilith. Es war absolut nicht, ich weiß das, weil ich eben damals eingestiegen bin zu der Zeit, es hat absolut nicht, es war nicht kommerziell orientiert, das Ganze. Also wir und seine Leute haben das nie kommerziell vermarkten wollen. Es hat dann Bemühungen gegeben. Diese Firma Deiser, Herrn Waldburger und seinen Leuten, eben die Kommerzialisierung dann doch an die Hand zu nehmen. Und ich denke, das ist dann gescheitert. Das ist natürlich leicht gesagt, einfach weil keine Geldgeber da sind, weil die Geldgeber zu wenig risikofreudig waren. Das kann man sagen. Es ist nicht falsch, würde ich meinen. Aber vielleicht auch etwas zu simplizistisch. Also ich denke, es gab schon auch andere Gründe. Aber im Endeffekt ist es dann kommerziell nicht erfolgreich geworden. Vielleicht auch, muss ich auch sagen, oder weil dann Geräte plötzlich wieder der Macintosh und so weiter, also sehr, eigentlich viel schlechtere Geräte, aber eben auch, ja, ich meine, aus wissenschaftlicher Sicht viel schlechtere Geräte, aber eben auch billigere und verfügbarere Geräte auf den Markt gekommen sind. Oder? Hat dieser Semantic Gap, von dem Herr Gutknecht da gerade gesprochen hat, hat das auch etwas damit zu tun, wie sehr dann auch der Computer unser Denken eigentlich beeinflusst oder auch verändert hat? Ja, also das ist eine etwas schwierige Frage. Ich denke, nein. Also vielleicht das Denken der Softwareentwickler, ja. Aber die Benutzer sind ja abgeschirmt, oder, von dieser Schicht. Oder? Also den Benutzer interessiert es ja im Wesentlichen nicht, wie groß dieser Semantic Gap ist. Es sind natürlich Konstruktionsprinzipien im Hintergrund, oder? Und die gehen ja weit über die Programmierung hinaus. Ich denke, das wäre ein Thema für sich, das wir jetzt vielleicht hier nicht zu stark vertiefen wollen, aber ich bin schon der Meinung, dass die Kunst der Programmierung ein sehr hohes Transferpotenzial in viele andere konstruktive Gebiete besitzt und Themen wie Modularisierungen, Schnittstellen oder Hierarchien, Strukturen und Abstraktionen, alle diese Themen, die kann man eigentlich überall anwenden, in allen Konstruktionsdomänen, die denkbar sind. Und in dem Sinne würde ich sagen, in der Welt oder in dieser Konstruktionswelt, würde ich sagen, hat eben diese Idee der Verkleinerung des Semantic Gap hat schon eine Wirkung gehabt. Aber nicht jetzt auf die Anwender der Computer. Und wie sehr hat jetzt aber eben diese ganze Welt der Informatik, also Sie haben Mathematik, Philosophie und Informatik studiert und lehren jetzt Medienwissenschaften in Bayreuth. Wie sehr hat gerade auch solche Begriffe wie Schnittstelle, wie sehr hat die Informatik auch die Kulturwissenschaft beeinflusst? Und gibt es eigentlich diesen Transfer auch andersrum? Also viele
informatische Begriffe sind richtige en vogue-Begriffe in den Kulturwissenschaften gewesen und auch in den Medienwissenschaften in den 90ern. Also Schnittstelle war so ein richtiges Modewort und also verschiedene andere Begriffe auch, Berechnung, Programmierung. Also das sind so Begriffe, die dann aufgegriffen werden, weil sie einen hohen Konnotationshof haben und aus verschiedener Sicht, historischer Sicht, aber dann auch aus kulturwissenschaftlicher Sicht versucht werden, fruchtbar zu machen. Mit, sagen wir mal, wechselndem Erfolg. Also das ist wieder ähnlich wie mit dem Semantic Gap innerhalb der Community hat das viel ausgelöst, also sehr viele Publikationen auch ausgelöst. Aber die Transferleistung rüber zur Informatik ist in der Regel nicht erfolgt, weil die Informatiker nicht gesehen haben, wie die kulturwissenschaftlichen Ergebnisse ihre Systementwicklung irgendwie verbessern. Also insofern, da fehlt es noch so ein bisschen an der Zusammenarbeit. Ich denke, das Fruchtbarste ist die Beschäftigung mit der Geschichte. Zu sehen, was haben andere falsch gemacht, was haben andere richtig gemacht, welche Entscheidungen führten dazu, dass es in Amerika und nicht in Europa funktioniert, mit dem Computer, mit dem Internet ja ganz genauso, wo wichtige Impulse aus Europa kamen, aber dann in Amerika importiert wurden und dort entsprechend also blitzschnell auch umgesetzt wurden, während in Europa man immer noch um die Frage der Finanzierung, der Zuständigkeit oder der nationalen Interessen debattierte. Das ist ja ein systematisches also Bild in der Geschichte, gerade im 20. Jahrhundert, in der Technikentwicklung. Wie viele Ideen in Europa also ähnlich zaghaft begonnen werden wie in Amerika, aber dort dann irgendwie zur Produktreife gebracht werden. Das ist ein Grundproblem. Und daraus kann man natürlich eine Menge lernen. Also vielleicht sollten andere Leute, also nicht nur die Entwickler, sondern eben auch die Entscheidungsträger sich mal die Geschichte der Technik genau anschauen, also weil die ja natürlich dann auch häufig die Bremse sind. Aber auch auf Entwicklerseite sind manche Ideen oder Vorstellungen und auf Benutzerseite manche Ängste und Wünsche relativieren sich, wenn man schaut, also wo das herkommt. Also heißt das irgendwie, Sie würden jetzt dafür plädieren, dass man sagt, also die Kulturwissenschaftler müssten einfach ein bisschen mehr von der Informatik verstehen, um... Die Kulturwissenschaftler vielleicht nicht, aber der Zweig, der gerade Medienwissenschaften, also der Zweig, der sich gerade mit Medien und dann auch noch den digitalen Medien beschäftigt, muss natürlich auch ein stabiles Fundament in informatischer Grundbildung haben und nicht nur informationstechnischer, sondern auch informationshistorischer. Also, dass man einfach weiß, wo diese Medien herkommen. Ich denke, das ist so eine Sache von so irgendwie zwischen 1990 und 2000, also da, wo der Zeithorizont dann in den Kulturwissenschaften ja anfängt, sich damit zu beschäftigen. Und da sind dann die spannenden Entwicklungen passiert. Wobei man muss ja sagen, das historische Bewusstsein für diese Technik ist in den Kulturwissenschaften deutlich ausgeprägter als in den Technikwissenschaften. Da wird meistens das so hingenommen, das war irgendwie da, man hört so mythische Namen, die das irgendwann damals erfunden haben. So Niklas Wirth, Pascal und so. Also davon hört man in der kurzen Einführung, aber dann hat man gar nicht mehr die Zeit, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Und gerade die Entwickler könnten davon, denke ich, profitieren. Und die Benutzer auch, weil sie, glaube ich, also Angst vor den Geräten verlieren, wenn sie wissen, wo sie herkommen. Dann ist es nicht so irgendwie, dieses Gerät weiß schon oder kann schon viel. Man sieht auch die Grenzen von den Geräten, man sieht, welche gesellschaftlichen Wünsche dazu geführt haben, dass sie entwickelt wurden. Also auch Xerox PARC, warum haben die das gemacht? Naja, weil halt die Chefs von Xerox gehört haben, bald ist Schluss mit dem Kopieren. Das ganze Papier, Büro und das wird sich alles ändern. Und dann haben die gesagt, oh Gott, das ist unser Kerngeschäft. Also haben sie ihre Portokasse geöffnet, so läppische 100 Millionen Dollar genommen für sie und haben gesagt, okay, macht mal. Das wäre wiederum in anderen Firmen wahrscheinlich nicht so. Die hätten gesagt, macht mal bessere Kopierer. Die haben gesagt, macht mal. Holen sich die besten Computerwissenschaftler der Welt an diesen PARC, also Palo Alto Research Center. Und das sind jetzt auch nicht, dass dort sozusagen aus dem Nichts entstanden diese Ideen. Das waren Leute, die hatten Visionen. Also Douglas Engelbart hatte die Maus schon früher im Kopf gehabt und auch aus bestimmten Sinn entwickelt. Der wurde aber, nicht Mitarbeiter, aber hatte seine Erfindung dort zugänglich gemacht. Und andere Wissenschaftler auch. Alan Kay träumt von so einem Laptop für Kinder. One Laptop per Child, also so hat er es natürlich nicht genannt, Dynabook hieß es. Aber das waren also Ideen, die man überhaupt noch nicht umsetzen konnte. Das E-Paper, was jetzt vermarktet wird, ist am Xerox PARC visionär vorweggenommen. Aber sie haben gesehen, so klein und fein können wir noch gar nicht produzieren. So ein bisschen wie Babbage. Aber so die Grundidee, wie man das halt technisch umsetzt, die war da. Und also viele der wichtigen Impulse, die heute noch weiterentwickelt werden, Ethernet, Laserdrucker, das ist dort entweder prototypisch oder technisch vorgestellt worden. Und was macht
macht Xerox. Xerox guckt sich hinterher alles an und sagt, kann man nicht mit kopieren, raus damit. Und vermarkten es oder verscherbeln es für ein Apfel und ein Ei. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil nämlich Apple, also Steve Jobs, hinkommt und der holt sich die Ideen für seine Apple-Produktlinie. Und dann gibt es wieder das Management, ist ähnlich wie bei Xerox. Xerox versucht, den Alto zu dem Xerox Star auszubauen und zu vermarkten. Für nur $20,000 kriegt man einen Bürocomputer. Aber die Geldgeber, also die Kunden, die potenziellen, sagen sich, wozu soll ich $20,000 ausgeben für einen Computer? Hier DIN A4-Seite, das sehen Sie, also da kann man halt tippen für mein Vorzimmer. Und dann sagen sie sich, mit dem Geld, da kann ich ja komplett das ganze Vorzimmer möblieren. Das war zu teuer. Apple versucht das Gleiche mit dem Lisa, gibt auch, also da ist die ganze Technik drin, scheitert kommerziell. Ich weiß nicht, wie viel der Lilith gekostet haben soll, aber dass es nicht vermarktet wurde, liegt auch daran, dass man dachte, das ist so eine tolle Technik, das muss jeder verstehen, aber die Kunden waren noch gar nicht bereit dafür, so viel Geld in einen Computer zu stecken, der halt irgendwie, was braucht man, VisiVig, also was, what you see is what you get, wo man schreibt und sieht, was man schreibt. Das kann meine Schreibmaschine auch, sehe ich auch gleich, was ich schreibe. Und das waren so Argumentationen. Und erst der Macintosh, der einfach radikal billiger war, auf der einen Seite und dann diese Kreativbranche anspricht, weil es den Laserdrucker dazu gab, einen kleinen Laserdrucker und so ein Desktop-Publishing-Programm, wo man eben schon Zeitungs- und Layouts gestalten kann. Das war dann so ein, irgendwie, das hat eine bestimmte Branche angesprochen. Das ist ja auch kein, inzwischen ist es so ein Mythos, aber kommerziell war das auch nicht der Riesenerfolg, der Macintosh. Er gilt so als Meilenstein in der Interaktionsgeschichte. Aber er hat seine Nische gefunden, von der Apple ja bis Ende der 90er gezehrt hat, dass eben so dieser Kreativbereich sagt, die sind besser, sehen besser aus, ich muss nicht Texte tippen, um irgendwie eine Datei zu öffnen, sondern kann auf Icons klicken. Alles, was eben die Konkurrenz noch nicht gemacht hat. Und inzwischen hat sich das wieder so ein bisschen gewandelt, aber also kommerziell setzt sich das erst relativ spät durch und Windows kommt dann sehr viel später und bringt es hin und dann gibt es einen großen Streit, ob Windows nur eine Kopie von Mac ist und dann sagen die, ja, du hast ja auch Xerox, du hast bei Xerox geklaut, dann habe ich es auch, also beschwer dich nicht. Also da haben die sich dann... Da gibt es noch eine lustige Geschichte übrigens zu dem Thema. Es wurde im Endeffekt, also es war wirklich dieser Streit offen, oder, zwischen Microsoft und Apple und musste die Lilith als ein Beweisstück dienen, dass es eben weder Apple noch Microsoft war, die das erfunden hat, sondern jemand anderes. Es war dann auch nicht Lilith, aber es war eben dann die Wurzel bei Xerox PARC, wurde dann bemüht und anerkannt. Und es wurde also dann ganz physisch wurde eine Lilith irgendwo in einem Keller in den USA, in Utah, ausgegraben und nach Redmond transportiert, um dort die Richter, die Lawyers zufrieden zu überzeugen, muss ich sagen, dass es eben so war. Also das ist noch eine lustige Geschichte. Vielleicht noch ein anderer Punkt im Zusammenhang mit Xerox PARC. Also ich meine, die Quintessenz dessen, was Sie sagen, ist ja, dass es eben dort, dass es auch ein Beispiel ist, was eben wirtschaftlich dann kommerziell eben nicht geklappt hat. Es gibt ja dieses Buch Funding the Future, wo man eben sagt, dass im Wesentlichen die Xerox haben es kommerziell vermasselt, oder? Da Kapital zu schlagen. Ja. Aber vielleicht noch eine Bemerkung. Zum Glück muss man aber sagen. Glück wahrscheinlich, weil es sich so verbreiten konnte, dass viele damit rumbasteln. Wenn jetzt alle, wenn Xerox das nur lizenziert hätte, wäre es vielleicht irgendwann wieder eingegangen. Absolut einverstanden, zum Glück. Und es zeigt vielleicht halt auch wieder, ich meine, das war auch ein absolutes Forschungslabor mit tollen Ideen, mit völliger Freiheit. Ich erinnere mich noch, das war unglaublich, oder? Wie die Mitarbeiter von Xerox PARC die völlige Freiheit hatten, zu entwickeln, was sie immer wollten, die Ideen zu realisieren, die sie immer wollten. Und solange natürlich, dass die Top-Leute sind, funktioniert dieses Modell. Wenn es nicht mehr die Top-Leute sind, funktioniert es nicht mehr. Das ist eine andere Sache. Man muss allerdings sagen, ich meine, dass sowohl die Entwicklungen jetzt zum Beispiel mit Smalltalk, oder, die ja auch hier irgendwie eine Rolle spielen, als auch zum Beispiel da diese eher ausbildungsorientierten Entwicklungen mit Logo, also mit diesem Turtle, dass beide Entwicklungen im Grunde genommen ihre Wurzeln in einer Programmiersprache haben, die in Europa entwickelt worden ist, nämlich in Simula. Also in der objektorientierten Programmierung. Das war die Wurzel, die wurde erfunden, diese Programmierung, in Norwegen von zwei Herren, Dahl und Nygaard. Und die haben sie genutzt, dann für Simulationen zu programmieren im Endeffekt.
bequeme Eigenschaft dieser Simulationssprachen war im Wesentlichen die, dass Objekte, die man simulieren wollte, sei es jetzt eine Wasseroberfläche oder sei es eine Eisenbahn oder ich weiß nicht was, dass diese Objekte sich direkt abbilden ließen in Programmobjekte, oder? Deshalb dann der Begriff objektorientierte Programmierung. Also die haben diese Simulationsentwicklung, Simulationsprogrammierentwicklung durchgeführt hier in Europa und sie nachher aber nicht weiter gezogen. Und dann griff sie Xerox Park auf und Alan Kay und seine Leute und haben daraus dann etwas Grandioses gemacht, oder? Also Smalltalk, Logo und Alto und all diese Entwicklungen wurden dann dort irgendwie zur Blüte gebracht. Und das ist irgendwie symptomatisch, denke ich, für die Informatik. Und ich muss hier wirklich ein bisschen auch eine Lanze brechen für Europa. Ich denke, Europa hat sehr viele Pionierleistungen hier erbracht. Also das war jetzt eine, die ich genannt habe. Eine weitere sind Programmiersprachen überhaupt. Also jetzt gerade an meiner Universität wurde ja Algol entwickelt, als, ich würde sagen, sehr revolutionäre Sprache, wenn man sie mit Fortran vergleicht, oder? Und dann später eben Pascal. Also das waren Entwicklungen, die weltweite Ausstrahlung hatten und die ganz klar von Europa ausgingen. Und ein weiteres eine weitere Entwicklung, eine weitere Konstruktion, die weltweit ja heute so stark wirkt, dass man sich ohne nicht mehr vorstellen kann, das ist das Internet, World Wide Web, ich muss es so sagen, das World Wide Web, oder das ist ja am CERN entwickelt worden als eine Art Nebenprodukt zu den physikalischen Forschungen. Und so möchte ich sagen hier, also viele der Pionier Leistungen im Gebiet der Informatik, die kamen ursprünglich aus. Wobei beim World Wide Web muss man auch fairerweise sagen, die Idee des Hypertextes, die war schon älter und kamen viele wichtige Überlegungen aus Übersee. Ja. Aber ja. Tim Berners-Lee hat es halt geschafft, das in ein vernünftig lauffähiges System zu übersetzen. Die Kombination dieser verschiedenen Technologien, des Internet, der Hypertexte, der Beschreibungssprachen, genau, HTML und so weiter, die Kombination dessen, all dessen hat dann eben, und das ist natürlich, und das ist natürlich auch, das ist eben etwas, was die Voraussagen sehr schwierig macht, eben im ganzen Gebiet der Informatik, oder? Es gibt so lineare Entwicklungen, wir haben es vorher schon gesagt, beim Personal Computer, die dann plötzlich irgendwie zusammenführen und dann einen Kondensationspunkt bilden und von dort aus gibt es plötzlich etwas ganz Neues. Das war eben beim Internet so mit der Kombination von Hypertext, von Beschreibungssprachen, von Internet-Technologien, TCP-Technologien, Browser und so weiter. Und das ist, ich denke, das ist insgesamt symptomatisch. Aber eben, da ist Europa durchaus, würde ich mal sagen, ist Europa durchaus hier mit im Spiel. Haben Sie denn, also Sie haben gerade von irgendwie der Forschungsfreiheit gesprochen in Xerox Park. Also haben wir denn hier, Sie an der ETH auch, alle diese Freiheiten, wirklich neue Ideen zu entwickeln? Oder also ich denke, da kann ich uneingeschränkt Ja sagen. Ja, also ich denke, die ETH ist ein ausgezeichneter Ort, um solche Forschungen, Grundlagenforschung, die eben nicht gesteuert ist durch die Industrie, die nicht quasi ausgerichtet sein muss auf industrielle Anwendungen, möglich werden. Und ich denke, das ist, muss ich wirklich sagen, also das ist die, wie soll ich sagen, das Grundmodell, oder der Grundfinanzierung durch den Bund, die diese Freiheiten lässt. Ja, das und woran ist arbeiten Sie gerade? Ja, ich persönlich muss jetzt so sagen, dass ich persönlich bin jetzt im vierten Jahr meiner Departementsvorsteherschaft und da in den letzten vier Jahren, muss ich offen sagen, habe ich jetzt selber nicht mehr sehr viel gearbeitet in der Forschung. Meine Gruppe, ich würde sagen, arbeitet an einem interessanten Projekt, da geht es im Wesentlichen, das heißt Supercomputer in the Pocket, da geht es im Wesentlichen darum, dass man diese Multicore-Technologie, die wir vorher schon diskutiert haben, also die ganze Parallelisierung der Software nun runterbricht auf Geräte, die eben sogenannt embedded sind, oder die eingebetteten Geräte sind, also die sie in ihrer Armbanduhr haben oder in ihrem Handy haben und so weiter. Also das versucht die Technologie, die Multicore-Technologie, nicht nur anzuwenden für Supercomputer und nicht nur für PCs, sondern eben auch für diese eingebetteten Systeme. Und das ganze Projekt ist ein Teil eines sogenannten Innovation Clusters,
das, muss ich sagen, auch sehr erfreulicherweise von Microsoft Schweiz mitfinanziert wird. Also doch auch irgendwie die Gewinnung von Drittmitteln, also so ganz ohne geht es nicht. Es geht nicht ganz ohne. Ich kann sagen, dass wir werden auch angehalten, von der Schulleitung Drittmittel einzuwerben. Und es ist im Moment so, dass es etwa ein Drittel sind. Ein Drittel Drittmittel, zwei Drittel Bundesgelder. Ich denke, es ist nicht nur das Geld. Ich meine, ich denke jetzt gerade in diesem Microsoft-Projekt, was ganz wichtig ist, ist die Anbindung. Nicht, wenn Sie können nicht mehr im Sandkasten forschen. Das geht heute. Sie können es vielleicht immer noch, aber dann nur auf Early Discovery-Projekte hin, oder die wirklich ganz fundamentale Neuerungen, Visionen, die Sie haben, in diese Richtung gehen. Solange Sie quasi lineare Forschung betreiben und Entwicklung, denke ich, müssen Sie vernetzt sein, müssen Sie angebunden sein an die Welt. Und da sind natürlich solche Industrieprojekte, gerade eben mit Firmen, die international aufgestellt sind, wie zum Beispiel Microsoft, sind auch aus dieser Warte sehr, sehr wertvoll. Insbesondere auch für die Studierenden, oder die dann bereits in ihrem Studium über solche Projekte, in denen sie jetzt mitarbeiten, eben mit dieser quasi Real World in Kontakt. Wenn Sie das hören, irgendwie, was erwarten Sie für die Medienwissenschaften? Nun, ich bin seit einem Jahr in der Medienwissenschaft. Ich war vorher in der Informatik und habe mich da vor allem mit Bildungsfragen beschäftigt. Also was gerade junge Menschen wissen müssen, um in der Informationsgesellschaft zu bestehen. Interessanterweise auch, was Softwareentwickler wissen müssen, neben dem Technischen hinaus. Also auch so historisches, rechtliches, ethisches Wissen, um einfach auch bessere Systeme zu machen, die nachhaltiger sind. So, und das übertrage ich jetzt in die Medienwissenschaft und frage mich natürlich auch da, was müssen eigentlich meine Studenten im Bereich digitale Medien für Kompetenzen mitbringen, um eben, natürlich geht es nicht darum, also wie kann ich die neuesten Generationen von Mehrprozessorsystemen oder Embedded Systems abfehlen, die Kompetenzen, wer das kann, der geht gar nicht zu uns. Also muss ich gucken, was kann ich mit meinen Leuten machen, die gute Ideen haben, aber vielleicht nicht die technische Kompetenz. Und da stellt sich die Frage, wie kann man diese technische Kompetenz auf einem bestimmten Maß aufbauen, also dass man, sagen wir mal, Programmierung, aber auch Hardware als kreatives Potenzial gebrauchen kann, um erstmal Ideen umzusetzen. Also es gibt da in den letzten Jahren einige sehr interessante Plattformen, also Arduino und Processing. Das sind Dinge so, Programmieren für Leute, die eigentlich nicht programmieren wollen, oder Mikrocontroller steuerte, ohne dass man sich mit Elektrotechnik beschäftigen will. Das funktioniert sehr gut, wird auch an Kunsthochschulen eingesetzt. Also eigentlich immer so für Leute, die diese Technik schon in der Schule gar nicht so richtig mochten, aber irgendwie dann doch eine Affinität dazu haben, einfach weil es ja auch einen ständig umgibt. Und die Leute da ranzuführen und zu sehen, was kann man damit machen, welche Ideen kann man bis zu welchem Grad umsetzen, um dann Kooperationen zu suchen, zum Beispiel zur Informatik, und zu sagen, ihr habt die Kompetenzen, aber vielleicht nicht gerade die Idee, was ihr damit anfangt. Und zu sehen, dass man dann einfach Produkte prototypisch entwirft, um dann, ob sie dann zur Produktreife kommen, das ist das Schöne an der Universität. Man ist nicht unter dem ökonomischen Druck gleich zu sagen, also dieses Produkt vermarktet sich so. Wenn es das ist, ist es schön. Aber man kann erstmal Ideen entwickeln und vielleicht auch Impulse denen geben, die Zeit nicht haben, weil die immer am Quartalsende sagen müssen, inwiefern der Shareholder-Value signifikant gestiegen ist. Oder die haben wieder zwei Patente angemeldet. In diesen Kategorien denkt halt Wissenschaft nicht primär. Eine kurze Frage zum Schluss. Gibt es auch sowas bei Informatikern wie ein Nostalgiegefühl? Hat man manchmal irgendwie das Gefühl, man würde gerne nochmal so ein ENIAC nochmal dran arbeiten? Wir haben jetzt eine schöne Vorlesung, Klassiker der Spielegeschichte. Ich bin ja nun ein Kind der 80er und wir behandeln gerade die Computerspiele der 80er, und das macht man nicht nur aus wissenschaftlichem Interesse, also aus jetzt medienhistorischem Interesse, sondern natürlich auch aus nostalgischen Gründen. Das wäre sowas. Oder die alte Homecomputer-Szene. Also da werde ich dann schon ein bisschen sentimental. Ja. Wenn Sie an Lilith sehen, oder? Was? Wenn Sie an Lilith sehen, oder wann wird Nein, man nostalgisch? Gibt es nicht. Nein. Oh. In die Zukunft gerichtet. Herr Gutknecht, Herr Kubek, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich habe viel gelernt. Herzlichen Dank. Dankeschön. Stoff zum Verdauen und vielleicht zum nochmal schauen. Die DVD mit dem Gespräch gibt's zu kaufen. Schweizer Fernsehen, Redaktion Sternstunden 8052 Zürich. Ihre E-Mail erreicht uns unter sternkopien@sf.tv.